So, da bin ich wieder und jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Weil irgendwas stimmt ja da nicht. Ich glaube, wir beeilen uns auch sogar ein bisschen. Na, hoppsa. Ist das hier? Ich sagte euch doch, dass wir geduldig sein müssen. Ihr habt es immer so eilig. Das geht mir langsam auf die Nerven. Ihr genießt diesen Körper viel zu sehr, wie mir scheint. Nun, ich würde gerne. Kann ich euch irgendwie helfen? Das Betreten der Wachkaserne der Feste Armol ist verboten. Ich hoffe also, dass ihr nicht vorhabt, da reinzugehen. Der Kommandant ist derzeit mit anderen Dingen beschäftigt. Als einer der Beamten, die die Koordination unserer Bemühungen in der Feste Armol unterstützen, könnte ich euch vielleicht zu Diensten sein. Ich bin ein Adeliger und ein Berater des Jarls der Ja. Feste Armol. Mir wurde aufgetragen, dafür zu sorgen, dass es unseren geschätzten Gästen gut geht. Ich vermute, dass ihr Teil von König Jorons Wache seid, wenn ihr mit Kommandant Yharn sprechen wollt. Ah ja, Tort, natürlich. Er war sogar eben noch hier. Ihr habt ihn gerade verpasst. Wart ihr zufällig derjenige, der vorhin nach ihm gesucht hat? Yharn erwähnte, dass jemand diese Angelegenheit mit der Wache nachgeht. Nicht viele Leute scheren sich um Tort. Nun, könnte ich euch vielleicht stattdessen helfen. Yharn ist in letzter Zeit etwas gereizt. Vielleicht macht ihn die Anwesenheit des Königs nervös. Oder all dieser Fremden. Wer weiß. Aber er benimmt sich in letzter Zeit sonderbar. An eurer Stelle würde ich ihn im Auge behalten. Ihr scheint helfen zu wollen, also gebe ich euch etwas zu tun. Wenn ich mit falschen Anschuldigungen um mich werfe oder die Wache des Königs in diese Sache hineinziehe, könnte der Eindruck entstehen, die Feste Armol würde nicht mit ihren eigenen Problemen fertig. Verfolgt den Kommandanten. Findet heraus, ob meine Ängste begründet sind. Versteckt euch hinter den Felsen in der Nähe und wartet auf Yharn. Er soll doch nicht erfahren, dass ihr ihm gefolgt seid, oder? Na, wo ist er denn? Ach so, warte, nee, ich muss ja woanders hin. Wo ist denn jetzt dieser Fels? Ich hatte das Gefühl, dass mir jemand folgt. Wir müssen hier schlau vorgehen. Beleidigt meine Intelligenz nicht. Ich weiß, dass sich uns diese Gelegenheit nur einmal bietet. Außerdem sagen mir interne Informanten, dass alles gut läuft. Gut, gut. Ich habe mich meinerseits um die Dinge gekümmert. Alle Duplikate wurden im Malershaus gestopft. Solange dort niemand herumschnüffelt, gibt es kein Problem. Das wird sehr gruselig irgendwie. Marlas Haus. Ja, wo ist denn Marlas Haus? Ich würde sagen, ohne ganz große Karte einfach mal da lang.
Ja. Ja, yeah, das war gut. Ist das mal das Haus? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, da muss ich kämpfen. Sie leeren Flaschen, in denen das Gift enthalten war. Ich würde empfehlen, sie aus der Stadt zu beschaffen. Jetzt, da das extrem im Umlauf ist, hätte ich mich ein Ausbeute aus der dritten Ruine. Ist unglaublich. Illusionsmagie und Gift beides im selben Fund. Wir erzählen jedem, dass es ein alter agonischer Brauch, alten agonischen Wein zu verwenden. Sogar die Agonier, die so wie man anfangs skeptisch waren, machen früher oder später mit. Jeder will einen Kunst und trinkt, nicht wahr? Bei den acht, einer der Nord hat 8 Stück davon getrunken. Nur vor in Richtung Fluss davon gestoppelt ist. Wahrscheinlich ist er ersoffen. Die Exile wirken allerdings, wenn die Leute verwirrt, wenn sie plötzlich doppelt sehen. Wir müssen uns allweilgessen erledigen. Ihr wisst, was ich meine. Ich kümmere mich um die Dinge in der Kaserne. Erstaunlich, welche Türen am offen stehen, wenn man aussieht wie der Kommandant. Später treffe ich mich mit Maler, um die Einzelheiten zu besprechen. Darlin hat seine Teile erledigt. Setzt er dir in der Reihe. Ihr steckt eure Nase zu gern in Dinge, die euch nichts angehen, nicht wahr? Okay. Ihr könnt euch gleich zu den anderen Leichen da drin legen. Du Maler, das ist Quatsch, ne? Ihr kommt zu spät. Ihr werdet Fildgors Pläne niemals vereiteln. Egal, Maler ist tot. Mhm. So, sprecht mit, ja gut, was auch immer das ist. Das ist da hinten, also gehen wir da hin. Jetzt? Nein. Okay, ah ja. Die ist das, die ist süß. Ich fürchte, ihr habt soeben Kommandant Uyan verpasst. Schon wieder. Er war in Eile. Mhm. Er scheint immer zu rennen, während jeder andere hier nur schlendert. Habt ihr mit Tane Yegi und den Soldaten getrunken? Was? Und das alles in Malers Haus? Ihr müsst verstehen, wie merkwürdig das klingt. Ihr wollt mir also sagen, dass der Kommandant, mit dem ich eben gesprochen habe, ja, tot ist? Richtig. Und es gibt noch mehr Leichen? Einschließlich zweier toter Malers? Mhm. Nach dieser Geschichte bin ich wohl diejenige, die erstmal einen Schluck zu trinken braucht. Nun, danke für die Information. Ich werde diesen Anschuldigungen so rasch wie möglich nachgehen. Aber ihr werdet da nicht so schnell locker lassen, hm? Mhm. Nun, sagen wir mal, ich glaube euch. Sagen wir, es gibt Agenten der Sturmfäuste, die sich als Bewohner der Feste Amol ausgeben. Selbst wenn das alles wahr ist, können wir keine Panik aufkommen lassen. Die Anführer des Pakts sind hier um kühnes Willen. Ja. Nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Der herumläuft und alle aufschreckt. Insbesondere jetzt, wo die Gesandtschaften des Pakts gerade hier sind. Denkt doch nur daran, wie zerbrechlich unsere Allianz jetzt schon ist. Ihr solltet mit Fürst Wurlop sprechen. Erzählt ihm, was ihr mir erzählt habt. Er ist der Berater des Jarls. Er hat seine Finger in allem, was hier vor sich geht. Erzählt ihm, was ihr mir erzählt habt. Lasst nichts aus. Wurlop ist schlau. Wenn das, was ihr da sagt, wahr ist, und bei Kühne hoffe ich, dass es das nicht ist, wird er wissen, was zu tun ist, ohne gleich eine Panik auszulösen. Wenn das, was ihr sagt, wahr ist, und bei Kühne, ich hoffe, dass das nicht ist, wird er wissen, was zu tun ist. Alter Schwede. Ja. Im Gasthaus. Ja. Wie die meisten Nord genießt er sein Met. Und ich glaube, Adlige werden besonders durstig, wenn der König in der Stadt ist. Mhm. Ihr müsst das mal aus meinem Blickwinkel betrachten. Ein Fremder kommt an und stellt wüste Behauptungen über Spione, Betrüger und Mörder auf. Woher weiß ich, dass ihr nicht zu diesen Verrätern von den Sturmfäusten gehört und nur Unruhe stiften wollt? Mhm. Ihr seid wirklich hartnäckig, das muss man euch lassen. Schaut, ich sehe mir das Haus an, sobald ich kann. Sprecht in der Zwischenzeit mit Fürst Wurlop. Bei Shores Knochen. Wenn es wirklich Spione in der Feste Amol gibt, dann wird der Fürst wissen, was zu tun ist. Du betonst. So toll. Aha. So, wo muss ich hin? Da lang. Und zwar, oh Mann, das da. Achso, ich habe, ja. Nein.
Na, wie komme ich denn rein? Wieso ruckelt das jetzt? Ja, na, der Eingang ist natürlich genau da. So. War die Jagd also erfolgreich? Habt ihr herausgefunden, welche Abscheulichkeit unser lieber Kommandant Ian plant? Was? Nein. Ich hätte nie gedacht. Ich glaube, ihr sagt mir lieber, was geschehen ist, mein Freund. Und fangt am Anfang an. Senkt eure Stimme. Das kann nicht sein. Wie konnten Filkos Soldaten unbemerkt in die Feste gelangen? Habt ihr irgendwem davon erzählt? Ich muss ein paar Worte mit Lönor wechseln. Die Implikationen für den Pakt sind schrecklich. Dunkelelfen und Nord sind gestorben. Wenn das herauskommt, werden Schuldzuweisungen in Gewalt umschlagen. Insbesondere ja. In Anbetracht von Prinz Irnskars Temperament. Ich helfe da. Geht zum Lager der Nord und sprecht mit Tane Harwald. Er ist ehrenhaft und klug. Ich bin sicher, er wird wollen, dass wir die Sache unter Verschluss halten. Er verfügt schließlich über gesunden Menschenverstand. Wenn jemand weiß, wie wir mit diesem Problem umgehen sollten, dann ist es Tane Harwald. So, weiter geht's. Ja, ich will das auch machen. Tane Harwald, der ist jetzt da hinten. Das muss die Hauptquest... Das muss die Hauptquest sein, weil... Naja, es ist eine Menge zu Dingsen, ne? Zu laufen. So, wo ist er? Da war eine Nirnwurz, das ist mir aber jetzt egal. So, nicht wieder die Lady. Im Nord brauchen die Hilfe der schwächlichen Argonia und der feigen Dunkelelfen nicht. Wir können diesen Krieg auch allein gewinnen. Euer Onkel Fidgur hat sich mit dem Sturmfaust-Clan und den Orks verbündet, mein Prinz. Wir brauchen jede Hilfe, die wir Moment. Kriegen. Ihr müsst euch bei den Gesandten entschuldigen und sie wieder an den Tisch bekommen, bevor diese Kluft noch wächst. Von mir aus kann der Pakt zerbrechen und fallen. Wir brauchen niemanden außer uns selbst. Ihr werdet sag mal. Harwald, wie mein Vater. Diese Unterhaltung ist der Prinz und sein Temperament. Er hat sich entschieden, ein eigenes Treffen abzuhalten, während der König und die Gesandten des Pakts sich in der Festung treffen. Er hat sowohl die Dunkelelfen als auch die Argonier mit seinem Gehabe und seiner Überheblichkeit beleidigt. Ihr könnt freisprechen. Tane Oda ist ebenso vertrauenswürdig wie ich. Aber ihr müsst wissen, dass ich schon mehr als genug Ärger habe und keine weiteren schlechten Nachrichten brauche. Ich habe alle Hände voll damit zu tun, herauszufinden, wie man den Prinzen beruhigt und die Gesandten des Pakts zu einer Rückkehr zum Treffen bewegt. Und das ist nicht das, was ich hören wollte. Der Prinz muss davon natürlich erfahren, so wie die Gesandten der Argonia und der Dunkelelfen. Sie müssen in der Lage sein, sich zu schützen. Ich darf von meinem Prinzen keine Geheimnisse haben, ganz gleich, wie hitzköpfig er auch sein mag. Ich werde ihn über den Ernst der Lage aufklären. Doch ich bezweifle, dass die Argonier und die Dunkelelfen zuhören werden. Die waren sehr wütend, als sie in ihre Lager zurückmarschiert sind. Vielleicht könnt ihr ja sagen, dass König Juron euch schickt. Auch wenn sie dem Prinzen nicht sofort vergeben und zurückkehren, hören sie euch doch vielleicht zu. Sie müssen wissen, dass sie den Pakt und ihre Gesellschaft wertschätzen. Tut, was immer nötig ist, damit sie glücklich sind. Was er halt immer tut. Er hat seinen Mund aufgemacht und Worte herausfallen lassen. Yep. Er hat viele schreckliche Dinge gesagt und sie damit verscheucht. Und alles, worum ihn sein Vater gebeten hat, war, die Truppenbewegungen und die Schlachtpläne zu koordinieren, solange der Kriegsplan... Gut, so, dann rennen wir noch mal ein bisschen, mit zwei Leuten. Gut, wen haben wir denn da? Nehmen wir doch mal den da hinten. Warum bitte hält man eine Versammlung an so einem kalten Ort ab? Ihr wollt unseren Respekt? Dann kommt nach Gramfeste und speist wie richtige Adlige. Zerrt uns nicht auf einen verdammten Zeltausflug. Ich habe kein Problem mit König Jorun, aber sein Sohn ist ein Schwachkopf. Ja. Er glaubt, die Nord wären allen anderen überlegen. Und er besitzt auch noch die Dreistigkeit, unsere Herren Almalexia zu beleidigen. Wollen wir mal sehen, wie gut sich die Nord ohne unsere Hilfe gegen die Sturmfäuste schlagen. Eben. Lasst mich überlegen... Nein, mir fällt da nichts ein. Die Dunmer werden niemandem helfen,
der weder Respekt noch Dankbarkeit zeigt. Mhm. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich versuche nicht der Kälte zu erliegen. Ihr könnt gerne mit meiner Dienerin Naryu sprechen, wenn ihr noch etwas braucht. Okay. Ja. Warum bitte hält man eine Versammlung? Den haben wir doch schon. Wo ist es, der andere? So. Dann. Besorgt euch etwas zu trinken. Und Wenn Gelz euch geschickt hat, weil ich ihm etwas holen soll, dann sagt ihm, dass er in den Fluss springen soll. Assistentin, keine Sklavin. Ich habe bereits einer Wache die Hand gebrochen, weil sie mir allzu sehr auf die Pelle rückte. Das hat ihnen allen ein wenig Angst gemacht und jetzt ist alles wunderbar. Das mag ich. Also, womit kann ich euch helfen? Und wenn ihr warm bleiben sagt, dann ist eure Hand das kleinste eurer Probleme. Das ist offenkundig nicht die Idee des Prinzen. Dieser Nord ist ein kleiner, jammernder Civit, dem bisher alles auf dem Silbertablett serviert Richtig. Wurde. Er würde sich niemals dazu herablassen, eines der niederen Völker um Hilfe zu bitten. Worum geht es hier? Der König ist ein angesehener Mann. Er hat mehr Verstand in seinem kleinen Finger als der Prinz in seinem ganzen Leib. Es ist schwer vorstellbar, dass sie vom gleichen geblüht sind. Also sicher. Warum nicht? Ich werde euch helfen. Ich hätte gern eine Flasche Wein aus der Kaserne. Dort bewahren sie den persönlichen Vorrat des Jarls auf. Na, wer rülpst denn da? Ich habe diese billige Pisse satt, die sie uns hier anbieten. Aber passt auf. Das Betreten der Kaserne ist verboten. Die Wachen gehen nicht zimperlich mit Eindringlingen um. Das Betreten der Kaserne ist verboten. Ihr werdet also eine Verkleidung brauchen. Eine Wachuniform sollte reichen. Versucht es am Fluss. Wie kalt es auch sein mag, die Nord gehen für ihr Leben gern schwimmen. Manchmal denken sie sogar daran, vorher die Rüstung auszuziehen. Nun, da ihr so nett fragt, eine der Wachen hasst Katzen. Er verabscheut diese Kreaturen so richtig. Ich habe gesehen, wie die Wache eine Katze, die in die Kaserne lief, über eine Stunde lang gejagt hat. Also, bringt eine Katze mit. Ich habe ein paar um die Argonia herumstreichen sehen. Gut. So, mit wem können wir noch reden? Ich glaube, ich weiß jetzt, warum Katzen uns so sehr mögen. Weil wir so schön sind und so gut riechen. Entschuldigt bitte, aber wer seid ihr? Und warum erbittet sich König Jorun irgendwelche Hilfe von uns? Der Prinz hat sehr deutlich gemacht, wie wenig er von mir und meinen Eigeschwistern hält. Ich begreife nicht, warum wir die Reise hierher überhaupt auf uns genommen haben. Der Prinz schert sich nicht um uns. Er hat sich geweigert, meinesgleichen in Dunkelwasserübergang irgendwelche Hilfe zu schicken. Jetzt streifen Trolle durch die Stadt und nur der Hist weiß, was meinen Leuten zugestoßen ist. Ich biete euch das Gleiche an, was der Prinz mir angeboten hat. Nichts. König Jorun ist ein guter Mann. Stark und weise. Angeblich hasst er Katzen. Er hat meinen Leuten Zuflucht gewährt, als sie vor den Sturmfäusten und ihren orkischen Verbündeten geflohen sind. Aber das ändert nichts an der derzeitigen Lage. Und Prinz Irnskar ist und bleibt ein Gualecker. Alter Schwede, das wird richtig kompliziert. Es ist zu spät, um Dunkelwasser zu helfen. Aber unsere Ehre lässt sich noch retten. Dann lasst uns eine Abmachung treffen. Wenn ihr dem großen Troll, den wir Tod im Winter nennen, den Kopf abschlagt und ihn Trolle. Zu mir bringt, werde ich in Betracht ziehen, zu Irnskars Treffen zurückzukehren. Für den König. Okay, so. Eine Katze. Schnappen wir uns mal eine Katze. Die kann ich also nehmen, ja. So, Tod im Winter.
Machen wir erst das oder machen wir Tod im Winter? Wo ist denn der Tod im Winter? Wo ist denn Tod im Winter? Da. Mhm. Reiten wir hin, weil bevor ich wieder so eine Schleichmission mache. Aber Trolle sind ja jetzt nicht wirklich meine beste. Ich hasse es. Na. Oh, ein Runenstein. Runenstein muss sein. Das. Ah, sehr schön. Die hilft bestimmt. Ja, ja. Nein. Hier. Fuck. Wow, okay, so, wieder zurück. Und das möglichst ohne irgendwelche Trolle zu holen. Oh Mann, ohne Trolle, ich will keine Trolle. Was ist denn das immer? Naja, egal. Runen. So, ich sehe nichts. Oh ja, ich renne in die falsche Richtung. Oder? Ja. Na komm. Juhu. Mhm. Ich muss ja beides sowieso machen, oder? Aber vorher machen wir ein Wolfsauge.
Ein Koboldschemel. Und die SLN, schrecklich lärmende Nierenwurz. So, hallo. Ich vergesse es immer wieder. Wie geht das? Na gut, wir nehmen uns noch mal einmal Runen mit. Runen sind immer sehr, sehr wichtig. Und jetzt... Ja. Du bist... Ja. Oh, was ist das für ein Geruch? Wie ekelhaft! Meine Leute kamen zur Feste Amul aus dem Westen. Aber dieses Dorf war nicht groß genug, um sie aufzunehmen. Sie siedelten sich im Dunkelwasserübergang an. Dann kamen die Trolle. Ihr habt getan, was der arrogante Prinz nicht tun wollte. Ja. Vielen Dank. Vielleicht. Das sollen Sie entscheiden. Aber wenigstens haben Sie die Wahl. Genau das. Ihr beweist Ehre, so wie König Jorun. Ich werde zum Treffen des Prinzen zurückkehren und mir anhören, was er zu sagen hat. So viel habt ihr euch verdient. Mhm. So, und jetzt müssen wir... Oh Mann. Aha, wie weit müssen wir? Ah, oh, warte mal. I. Ja, Katze, Rüstung. Mhm, das ist nur eine Verkleidung. Gut. Nicht noch eine Katze. Ich hasse Katzen. Von denen kriege ich üblen Juckreiz. Nicht noch eine Katze. Ich hasse Katzen. Von denen kriege ich üblen Juckreiz. Welches Namen war das denn? Na bitte nicht. Na gut, lassen wir gelten. Ich würde sagen, wir legen das mal schnell ab. So, wo müssen wir jetzt hin? Was machen wir noch? Oh, Moment, Baumwolle. Und wahrscheinlich auch noch Spinnenweben, oder? Nee, Drachendorn, okay. Wieso sind wir wieder beim Baumwolle? Ist doch Quatsch. Na egal. So, komm. Aufsitzen. Zack. Oh Mann. So. Mir gespannt. Wusstet ihr, was dieser Sevit mich holen ließ, während ihr weg wart? Essen aus dem anderen Zelt. Als ob es ihn töten würde, wenn er sich mal ein paar Meter bewegt. Lieblingsschimpfwort, ne? Aber ich mag die. Und habe eine besondere Beere hinzugefügt.
sein Magen wird sie zu schätzen wissen. Mhm. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Verlässlichkeit ist eine lobenswerte Eigenschaft. Das wird lecker. Vielleicht wird es dann auch erträglicher, Befehle von diesem bellenden Hund dort drüben anzunehmen. Und es sollte gerade reichen, um den Auftrag zu schaffen. Damit es Gels schön gemütlich hat. Dann überzeuge ich ihn davon, dass er gerade Gift getrunken hat. Zum Glück habe ich das Gegenmittel. Natürlich. Er wird tun, was auch immer ich verlange, um es zu bekommen. Das sollte höchst unterhaltsam werden. Natürlich. Wie habt ihr denn gedacht, dass ich ihn überzeugen würde? Jetzt tut mir einen Gefallen und bleibt hier draußen stets auf der Hut. Ich habe schon genug Schatten und fieses Grinsen gesehen, um zu wissen, dass in der Feste Amul irgendetwas faul ist. Aber deshalb bin ich hier, nicht wahr? Ich nehme ein bisschen Wiesenschaumkraut und mache eine kurze Aufnahmepause.